Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Dart Island, natürlich weiterhin mit Snow. Ja, hier ist die Gin-Base. Gin, ja, Gin. Und hier kann man Sachen einlagern, das habe ich gerade schon gemacht. Ich habe nämlich das schwache, leichte Messingring eingeladen und den starken, leichten Messingring. Weil diese brauche ich ja für so eine Waffe bauen. So war es, ne? Ja. So, und daher habe ich die da reingeschmissen. 150 Lagerplätze habe ich. Und irgendwie habe ich Munition, habe ich gerade festgestellt. Ich habe 6 von 9 Schuss. Keine Ahnung, ich habe die gerade ausgewählt, die Waffe, und habe auf einmal Schuss. Keine Ahnung, ja, warum. Ich habe die Waffe schon längst verkauft. Echt? Ja. Bist du denn für einer? Ich bin ein scharfer Waffenspezialist. Ach so, ja, dann ab geht's, würde ich sagen. Ja, wir befinden uns hier Kapitel 5. Genau. Und, ja, hier zur Kirche, glaube ich. Over here. Help us. Ach du Scheiße, da ist er mit seiner Zwangsjacke. Ich mach die Tür nicht auf. Den schieße ich erstmal in den Kopf. Jawoll. 61 Schaden. 170. Oh. Nachladen. Hallo, die Waffe werde ich mal behalten für die anderen Leute, die da gleich immer angelaufen kommen. Ich würde sagen, Snow, ab geht die Post. Ich lasse den Vortritt. Warte. Okay, dann mach ich die Tür. Molotov-Cocktail ausrüsten. Hast du? Ja. Okay, habe ich. Okay, dann lauf. Alter, ich brenne! Jo, das war mein Fehler. Ja, ich bin tot. Ich auch. Geht ja gut los hier. Ja, wir haben heute Nacht um 4 aufgeholt. Warte hier, ich kann nicht. Hey. Da war ja. so ein. Ich komm schon wieder. Wir haben heute Nacht um 4 aufgehört. Ja, und jetzt ist es 4 Uhr nachmittags, nächsten Tag, und wir sind schon wieder da. Aber alles tot. Wie hast du den denn jetzt hier tot gekriegt? Ich hab dem noch einen Molotov-Cocktail, der hat uns. Ja, der uns auch getötet hat. Achso. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir hier rein, wa? Ja. Das ist anscheinend hier die neue Base. Oh Mann. Ja, Saul hat herausgefunden, bevor wir den jetzt ansprechen, können wir das nämlich ganz kurz drüber reden. Wir haben ja gestern diese eine Machete, blablabla, da nicht gefunden, und Saul hat ein bisschen gegoogelt und sich erkundigt. Und man, diese Quest, die man angenommen hat, könnten auch schon für eine neue Region sein. Und daher dauert das manchmal so ein bisschen. Handel mit Rutgi. Was hat der denn für geile Sachen? Starke Machete. Boah. Ja, aber ich muss ein bisschen sparen. Ich habe nur noch 5500. Na, ich habe 10.000. Vorschlaghammer 200, 218. Revolver behalten wir. Keule macht nur 176. Ah, die behalten wir trotzdem erstmal. Gewöhnlich 173. Der hier macht ja mehr. Der Vorschlaghammer. Aber wir verkaufen trotzdem die weißen Gegenstände, weg mit dem Schrott hier. Ah ne, den Revolver nicht. Gut. Und den Rest behalten wir. Ja, ich muss auch was verkaufen. Was haben wir hier noch liegen? Ach, Energy Drinks. Reisesnack, Energy Drink. Der ist ganz easy drauf hier. Da klauen wir erstmal das Geld. Ah, seid ihr alle krank? Hier hast du Bauchweh oder weswegen krümmst du dich so? Oh, du armes Mädchen, du. Oh, ja. Oh, Snow verkauft Sachen. Hier haben wir noch ein Köfferchen. Eine Frucht. Die hauen wir uns noch mal rein. Boah, diese Axt, ne? Die ist ja ein bisschen nervig, ne? So. Energy Drinks. Früchte. Frucht. Okay. Nicht so viel. Ja, ich gähne immer noch. Irgendwie komme ich nicht in die Gänge. Oh, wir müssen jetzt hier mit irgendeinem quatschen, oder? Ja, 17 Meter erstmal weitergehen. Wir sollen hier hinten erstmal rein. Na, hier haben wir erstmal eine Werkbank. So. Dann wollen wir erstmal hier alles reparieren, was wir im Inventar haben. So, hier haben wir nämlich immer noch 10.000.
So, und jetzt gehen wir hier hinten rein. Immer nix. Warte drauf. Ah, okay. Okay. Bring die Glocke zum Schweigen. Oh, Kevin, ey, ich bin zu blöd, dass den Knopf in der Mitte zu finden. Oh, gleich hier so ein fetter Schläger. So, du willst Keulenpower? Ja, bekommst du Keulen. Oh. Oh. Du kleiner Pillemann, Alter, ja? Geil. Ich nehme mal hier den Energy Drink, dass ich erstmal wieder Energie habe. Was ist denn hier? Bauplan für Giftverteilung. Voila. Hier hätten wir auch noch was. Öffne den. Nehmen wir mit. Oh, was ist das? Ich habe die Klingel ausgestellt. Okay. Sehr schön. So, jetzt nochmal wieder zurück. Machen wir natürlich glatt. Aber erstmal hier alles durchsuchen. So, alles klar. Soll, bei mir steht Inventar voll. Habe ich jetzt anscheinend. Ja, dann müssen wir andere Sachen wegbringen. Aber wir müssen hier mit der Alten reden. Snow. Gewöhnlicher Streitkolben. Genommen. Das Ding, eine Quest. Das Ding gucken wir uns mal an. Ja, das Ding hat ein paar spitze Dinger vorne vor. Zang. Nicht schlecht, der Specht. Ja. Sonst können wir hier noch gar nichts machen anscheinend. Doch, jetzt sind hier Quests. Excuse me. Ja, wir warten gerade auf Snow. Aber ich glaube... Oh, scheiße. I was able to evacuate here, but my wife and daughter, they didn't make it. Someone told me they saw them out there, half dead, half alive. God knows what they are, but they are no longer my family. Please, this is not easy, but I would like you to lay them to rest. To stop their suffering, yeah? They deserve peace, not this. Will you do it? Ja, 1500 EP Erlöse von seiner Ehefrau. Ja, machen wir. Thank you. Hier ist ein Foto von ihnen. Mach bitte schnell. Vielen Dank. Alles klar. Die haben wir angenommen. Dann haben wir hier drüben noch einen. By the infected last night. I managed to get away, but I don't know what happened to my family. If they survived, they probably don't know I'm still alive. Could you help me let them know that I'm okay? I made some posters. If you can put them up around town, maybe someone I know will see them. Wollen irgendwelche Poster aufhängen? Put my poster all around town and maybe they'll be able to find me. Okay, letzte Chance. Ja, werden wir uns angucken. She's getting sicker. Ja, aber drüben haben wir die nächste Quest. She needs her meds. She has diabetes and without insulin, she's not gonna make it. Okay, mit einem Bein im Grab besorgen sie Isolation für Diana, Schwierigkeitsgrad, Mittelbelohnung 1500. Aye. Oh God, thank you. But there's a pharmacy not far from here. Ganz in der Nähe ist eine Apotheke, sure, unsicher. Alles klar. I'll be right here. I don't want to leave her. Okay. Werden wir machen. Ja, ich glaube, wir haben alles angenommen, Snow, ne? Ach, guck mal, hier sitzt jetzt diese Djinn. Ah, cool. Jetzt kommen wir nämlich da... Ich glaube, bei der Djinn sollen wir nämlich nicht nur das abliefern. Ich glaube, du kannst nämlich auch wie... Ganze verschiedene Zeugs, ne? Genau, die Batterien etc. da reinpacken, oder nicht? Ja, das mache ich jetzt einfach mal. Erstmal alle Sachen, die gelb sind, die farbig sind, packe ich auf jeden Fall da rein. Ja. Drogen natürlich. Alles, was farbig ist, habe ich drinne. Man sieht auch gar nicht, wie viele Plätze man selber hat, ne? Nee. Aber mir stand jetzt gerade schon, als ich so einen Schrank geöffnet habe, Inventar voll.
Okay. Also ich pack da jetzt einfach mal irgendwas rein. Ja, ich pack da jetzt auch die Bolzen und ich pack da jetzt einfach mal Elektroschrott, Feuerzeuge, keine Ahnung, Fleisch. Klammer, Klebeband, Kleber, Klingen, Lappen, Magnete. Packen da jetzt einfach mal so viel rein, wie es nur geht. Oder bis ich da oben 35 Slots voll habe, dann sollte es wohl erstmal wieder reichen. Oh, ich habe gerade dieses Tonproblem, Snow. Echt? Ja. Oh, ich habe jetzt 36 Sachen drin, ne? Jetzt habe ich das irgendwie, Snow. Keine Ahnung. Komisch, ne? Ja. Ja, wir haben beide das G35, ne? Ist es? Ja. Ja, von Lukitech das G35. Das verursacht irgendwie in dem Spiel Soundprobleme. Ist aber jetzt eigentlich die ganze Zeit nicht so nervig gewesen, dass man sagen muss, es ist nicht spielbar oder es ist schlimm oder so. Es war eigentlich alles die ganze Zeit okay. Aber gestern hat Snow schon die Probleme gehabt und heute habe ich irgendwie die Probleme. Let me know when. Komisch. It's over. Ja, eine Quest hätten wir irgendwo noch. Hier bei der alten. Soll ich die schon mal annehmen? Oder was? Ja, mach das. Okay. Alcohol to disinfect the cuts and scrapes of the injured. So many are hurt. Alkohol für Theresa brauchen wir. Bring 5 Flaschen Alkohol zur Theresa. Schwierigkeitsgrad Mittel, Belohnung 1500 EP. Machen wir, ne? Auch nur eine Flasche. Good. Hurry. Infection can be more dangerous than the original injury. Gut, ich gucke. Ah, ich kann ja schon geben. Alkohol. 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 This is great. Thank you. If you find any more alcohol, we can always use it. Okay, Cash 719 kannst du dir hier abholen. Ja, habe ich gemacht. Sehr schön. Und 1500 EP Alkohol für Theresa. Jetzt kann man, glaube ich, immer wieder Alkohol hinbringen. Gut, ja, dann würde ich sagen, ab geht's noch, ne? Jo. Schnellreise hätten wir hier auch, sehr schön. Gut, ich schätze mal, das hier ist jetzt der neue... der neue Stützpunkt. Gehe ich jetzt zumindest davon aus. Jo. So aus. Zwischendurch knistert's immer so. Jetzt schon wieder. Ist gerade ein bisschen nervig. Ja, unterbrech mal die Aufnahme, wir könnten mal was probieren. Ja, oder ich mach einfach mal Rechner neu starten und gucke, ob es dann geht. Weil es ging ja gestern auch ohne Probleme. Würde ich mal sagen. Probiere ich es erstmal so. So, wir hören uns auf jeden Fall gleich wieder. Ein ganz kurzer Schnitt. Bis gleich.